Hallo, herzlich willkommen. Heute machen wir eine Graupensuppe. Also, ich habe es gerade schon gesagt, wir machen heute eine Graupensuppe. Und zwar bestehend aus Perlgraupen, Möhren, Zwiebel, Sellerie, Lauch, Kartoffeln und Brühe sowie ein wenig Butter. Das ist ein Eintopf. Und zwar ist das ein Eintopf, den sich tatsächlich eine Mitarbeiterin von uns gewünscht hat, und zwar die Caroline. Und sie hat immer gesagt, dass ihr Opa das immer für sie gemacht hat. Und ich habe sie gefragt, was reinkommt, und sie sagte, diese Zutaten plus normalerweise auch noch Rindfleisch. Das habe ich jetzt hier nicht. Ich habe jetzt Rinderbrühe da, aber ich denke, das wird auch lecker. Graupen haben wir, glaube ich, schon mal geklärt. Graupen sind Weizen, ne? Ich habe hier einen Topf aufstehen. Da sind jetzt 2 Stück Butter reingegangen, also 2 Esslöffel ungefähr waren das. Die lassen wir jetzt anschmelzen. Dann geht zusammen mit den Graupen gehen die Zwiebeln rein, dann wird das ein bisschen angeschwitzt. Dann kommt das Gemüse dazu, dann füllt man das mit der Brühe auf und die Kartoffeln kommen auch dazu. Mein Gott, Entschuldigung. Dann kommen die Kartoffeln auch dazu und dann lässt man es im Prinzip einfach nur noch kochen. Graupen, ich weiß gar nicht, also die sind eigentlich auch so gut wie verschwunden, ne, aus der Küche. Also so eigentlich gar nicht mehr da. Wir haben auch mal ein Graupenrisotto gemacht. Und mit Bärlauch, glaube ich, ne? Und ich habe schon so oft aus Graupen Risotto gemacht, ne? Und habe es tatsächlich auch Leuten gegeben, die nicht aus Deutschland kamen, sondern aus Italien. Und die haben es nicht gemerkt. Die dachten, das wäre Risotto. Also, wenn ihr wissen wollt, wenn ihr das noch nie verarbeitet habt, wie das von der Konsistenz her ist, es ist tatsächlich ähnlich wie Risotto. Und es hat auch so, natürlich tritt auch die Stärke aus, das ist natürlich dann Weizenstärke. Und nein, es ist dann auch nicht glutenfrei, logischerweise, ne? Ist auch klar. So, Graupen sind drin. Wir lassen die jetzt so ein bisschen mitgehen hier, mit angehen. Und dann sieht man auch, die sehen tatsächlich so ein bisschen aus wie Risotto. Ne? Also wie Reis sieht das aus. Und ein Stückchen Butter mehr rein. Hat auch keinem geschadet. So. Wenn das jetzt anfängt, so ein bisschen nach der Zwiebel zu riechen, gehen die restlichen Zutaten dazu. Du auch. Meine Mutter hat mir erzählt, dass ihre Mutter, also meine Oma, da früher auch noch Corned Beef mit reingetan hat. Sie mochte den Eintopf immer gerne, aber das Corned Beef hat sie sich zur Seite getan. Das mochte sie nicht. Habe ich letztens auch gelesen, auf Hawaii wird auch viel mit Dosenfleisch gearbeitet. Wusstest du das? Ja. Ich kenne aber nicht den geschichtlichen Hintergrund, aber es wird viel mit Dosenfleisch dort gemacht. Das ist für die, gehört da wohl hin. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass die Hawaiianer das grundsätzlich immer gemacht haben. Ich glaube, das ist eher, als die USA da Einzug gehalten haben, ist das darüber gekommen. Das ist eine festkochende Kartoffel, die ich jetzt dazugegeben habe. Die ist roh, genau. Und jetzt geht da mit einem Schwung die ganze Brühe drauf. Dann alles auf kleine Flamme. Und kochen lassen, bis es gar ist. Wird ungefähr eine halbe Stunde dauern. Ich nehme das einmal mit. Ja, sehr heiß. So, also. Die Graupen sind gar, haben sich auch vom Volumen her ungefähr verdreifacht. Sehen dann so aus. Vom Grünfaktor her ist das eine relativ neutrale Geschichte. Ne? Das ist wenig grün. Deswegen geben wir jetzt hier noch ein bisschen Schnittlauch dazu. Schnittlauch ist auch so ein, also für mich so ein unterschätztes, ist ja kein Kraut, das ist ja ein Lauch. Ne? Aber in so, gerade in solchen Sachen, ne, also gerade wenn so Möhren, Zwiebel, Sellerie, Süppchen und so weiter, so klare Suppen gemacht werden, finde ich Schnittlauch eigentlich ziemlich gut. Mag ich dann tatsächlich sogar lieber als Petersilie. Mhm. Eintöpfe sind ganz schön heiß, ne, Stefan? Oh. Oh. Ich habe jetzt nicht viel gemerkt.
aber trotzdem noch ein bisschen Salz. Oh. Huh. Kennst du das, wenn der Cheese runterrutscht? Ja. Doch, sehr heiß. Jetzt muss ein bisschen Salz noch dazu. Dann versuchen wir es nochmal. Oh, lecker. Sehr lecker. So, was isst man dazu? Bockwürstchen isst man dazu. Na, oder? Also ich würde dazu Bockwürstchen essen. Wir haben jetzt keine hier, ne? Nein, wir haben keine hier. Aber ich würde Bockwürstchen dazu essen. Okay, Graupensuppe. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.